Interessanter Handelstag heute mit der Wiedereröffnung der Banken auf Zypern. Über die wichtigsten Themen des heutigen Handelstages spreche ich jetzt mit Stipe Krolo vom Brokerhaus GKFX. Herr Krolo, schönen guten Abend. Der DAX jetzt zum Wochenschluss vor Ostern doch ein wenig fester, auch wenn es nur ein paar Pünktchen sind. Ist das nur jetzt die Erleichterung über die Entwicklung in Zypern? Ja, guten Abend, Herr Groß. Also, nein, ich glaube eher nicht. Und zwar sehe ich das ein bisschen anders. Die Anleger haben zwar gewartet, was passiert da nun in Zypern. Also sehen wir einen Bankenrun, sehen wir nicht. Blieb jetzt aus. Deswegen sind wir heute positiv gestartet. Dann am Nachmittag Arbeitsmarktdaten aus den USA und der schwache Einkaufsmanager-Index. Speziell die Arbeitsmarktdaten sind erstaunlich schwach ausgefallen. Dazu möchte ich erwähnen, vorletzte Woche hatten wir den Herrn Bernanke, der angekündigt hatte, weiterhin die Märkte mit Liquidität zu versorgen. Und Arbeitsmarktdaten dienen da als Indikator. Da sieht man jetzt keine Trendwende, deswegen wird die Fed auch weiter den Kurs fahren. Das wird auch den deutschen Markt mit sich ziehen, denke ich. Liquidität ist da. Dass wir den DAX jetzt in den letzten Wochen etwas schwächer gesehen haben, nicht auf Allzeithoch. Das ist ganz klar, glaube ich. Wenn wir sehen, dass in Zypern es fast zu einem Bankenrun kommt, dann können wir jetzt nicht Allzeithoch erwarten im DAX. Ich bin aber trotzdem optimistisch. Beim DAX sollten wir unter die Marke von 7.600, 7.550 fallen, bin ich es nicht mehr. Drüber ja. Nachhaltig über 7.850, dann können wir das Allzeithoch ansteuern. Die OECD, Herr Krolo, hat die Wachstumsprognose vorgestellt für die USA und für Europa. Was besagen die genau und was sagen Sie zu der Entwicklung in Europa? Ja, also eigentlich zeigt die Prognose keine Überraschungen für Europa. Wenn wir uns die Geschehnisse der letzten Monate und auch Jahre ansehen, ist und war Deutschland die Macht in Europa. Deutsche Unternehmen haben sich im Vergleich zur europäischen Konkurrenz deutlich besser geschlagen. Die Unternehmen sind vergleichsweise viel besser aufgestellt, konnten sich die Bedingungen, die in Europa sich geändert haben, besser einstellen, waren flexibler, konnten auf andere Märkte ausweichen. Nehmen wir als Beispiel die Automobilhersteller BMW, VW, Audi. Denen geht es gut, wohingegen französische Hersteller riesige Probleme haben. Da ist es natürlich auch kein Wunder, dass Deutschland die Franzosen und auch den Rest von Europa deutlich abgehängt hat, auch Spanien, Griechenland. Natürlich sieht es da für Europa momentan nicht so gut aus und das besagt auch der Bericht. Das Wachstum der Geldmenge M3, das wird ja immer von der EZB ganz genau im Auge behalten, das liegt leicht unter den Erwartungen und deutet jetzt, so sagen einige Experten, darauf hin, dass die Wirtschaft in der Eurozone doch geringer wächst. Sehen Sie hier noch Handelsspielraum oder Handlungsspielraum für die EZB? Ja, auch das passt ja zum Bericht der OECD. Klar, dass die EZB über Maßnahmen da diskutieren sollte. Eine Lockerung der Geldpolitik ist auch nicht auszuschließen, meiner Meinung nach, zumal man den Leitzins auch bei 0,75% seit Juni belassen hat. Man hat ja in der kommenden Woche auch eine Sitzung und ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man über eine Senkung des Leitzinses diskutieren wird, zumal auch die Inflationsrate unter dem Ziel der EZB steht. Ich gehe also auch davon aus, dass das auch der nächste Schritt sein wird, also dass wir die 0,5 Punkte sehen werden. Jetzt nochmal ganz kurz das Thema Zypern. Banken haben jetzt aufgemacht, Bankenrun ist Gott sei Dank ausgeblieben. Denken Sie, dass wir da die kritische Phase in der Zypern-Krise schon überstanden haben oder kommt da noch was nach? Ja, also die Anleger lassen sich von der Situation in Zypern nicht aus der Ruhe bringen. Das ist auch gut so. Die Szenarien sind bekannt, haben wir schon gehabt bei Griechenland, Spanien und das in einem viel, viel größeren Ausmaß und haben auch dort eine Lösung gefunden. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Wichtig ist einfach nur, dass wir nicht noch mehr Unruhe bringen. Wir haben die Finanzkrise vorsichtig ausgedrückt eingedämmt. Dabei sollte es auch bleiben. Insgesamt sehe ich jetzt keine großen Probleme auf uns zukommen. Zypern ist einfach zu klein dafür. Schlimmstenfalls kommt es dazu, dass einige Banken untergehen werden. Aber man sieht es ja, der DAX reagiert auch eher verhalten auf die Situation in Zypern. Vielleicht ganz kurz und ganz schnell noch. Es gab heute einige Zahlen, Nachrichten aus der zweiten Börsenreihe. Was war da besonders interessant? Wo sehen Sie vielleicht interessante Investments?
Interessantes Investment ist für mich die ProSieben Sat.1 Aktie, halte ich nach wie vor für einen interessanten Wert. Da gibt man sich optimistisch für das Jahr 2013, rechnet also auch mit einem weiteren Umsatzwachstum. Passend dazu die Vertragsverlängerung von Herrn Ebeling, der das Unternehmen jetzt von Jahr zu Jahr zu neuen Rekordergebnissen geführt hat bei der Aktie. Ist ein nachhaltiger Anstieg über die Marke, also das neue Hoch von 28, eine wichtige Marke. Dann neues Kaufsignal für Anleger, die noch nicht investiert sind. Stipe Krolo vom Brokerhaus GKFX, unser Experte heute mit der Tageszusammenfassung. Dankeschön und nicht nur einen schönen Abend, sondern schöne Osterfeiertage. Danke Ihnen auch, Herr Groß.